So, meine Lieben, und jetzt noch ganz kurz heute, weil ich habe ja euch versprochen, dass ich euch die zwei Erwachsenenbücher vorstelle. Das geht sich jetzt nicht mehr ganz aus. Wir haben heute Halloween, wie ihr unschwer erkennen könnt, zu meinem etwas düsteren, spooky Outfit und Schminke. Also gut, ich möchte euch nur sagen, dass dieses Buch in den nächsten Tagen von mir vorgestellt wird. Das ist wieder ein spirituelles Buch, nicht in Lyrik geschrieben, sondern Geschichte erzählt. Und das Besondere an diesem Buch ist, es handelt also von einer anderen Kultur, die mir total fremd ist. Es handelt von Unglaube und Glaube, weil es eben auch die Religion kurz anschneidet und doch wieder in Frage stellt. Und vor allem, ich bin spirituell unterwegs, das heißt, ich habe keinen Verein, in den ich mich eingeschrieben habe. Und außer in die Seelenwelt da, ins Universum. Aber jetzt werde ich das nur nutzen, um euch zu sagen, geht's auf meinen Shop, ihr habt es euch eingeblendet, da findet ihr alle Bücher. Ihr könnt natürlich auch im Buchhandel die Bücher holen, aber lieber wäre es mir, ihr geht's direkt zu mir. Erstens einmal verdient kein Dritter dran und zu viel verlangen die auch gar nicht im Fall der Fälle. Das Zweite ist, es hat einen längeren Weg, weil es geht über Dritte. Zuerst geht der Kunde zum Buchhandel, der muss das bei mir bestellen, die müssen alle Mails schreiben und dennoch hat den kriege ich das, dann muss ich das nämlich dorthin schicken und so weiter. Dann kommt das erst beim Kunde nach lang, 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 langer Zeit erst an. Also direkt zu mir, dann habt ihr das. Ich sehe das am Abend, ich nehme das auf, ich packe das am nächsten Tag ein und dann habt ihr das. Und das Zweite ist, ihr habt es dort auf meinem Shop Hörproben, ihr habt es dort Leseproben und natürlich gibt es auch eine Homepage, die blende ich euch natürlich auch da ein. Da findet ihr nämlich noch Bilder und so weiter und mehrere Infos und vor allem könnt ihr ein bisschen durchzippen durch alle meine 17 Bücher an der Zahl jetzt. Wow, ich kann mich noch erinnern, die haben mich schwer belächelt nach dem ersten Buch. Ja, Kinderbuch ist sowieso nichts wert, so in die Richtung. Und das Zweite war dann halt, ja, Kinderbuch, das schreibt man schneller mal. Schauen wir mal, ob es Zweites gibt. Und ich kann mich sogar noch erinnern, dass der Buchhändler gesagt hat, Ursula, wie hast du das gemacht? Ich meine, ich habe jetzt einige Autoren hier und die haben nicht so viel verkaufen können wie du. Und die haben nicht so eine Medienpräsenz kriegt wie du. Und wie geht es? Und jetzt hast du das zweite Buch und es scheint dasselbe zu sein. Also war auch sehr erstaunt über das. Aber für mich war das alles neues Terrain. Ich bin vielleicht etwas spielerisch an die Sache gegangen oder eben vielleicht mit einer anderen Motivation. Ich wollte ja kein Geld verdienen, sondern ich wollte den Inhalt an die Menschen bringen, weil ich davon überzeugt bin, was da drin steckt, das ist gut. Also gut, fast hätte ich mich schon wieder verplappert. Das ist das nächste Buch, was ich euch vorlies. Und aber nicht mehr heute. Heute geht es jetzt für mich zu dem schönen Halloween. Nämlich, ich habe lauter Süßigkeit für die Kiddies vorbereitet und ich freue mich schon darauf. Also, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.